Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne, und herzlich willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 3. Ja, vom letzten Mal haben wir in den einen Helden gehofft, beziehungsweise der Heldin, der mit dem Bogen. Und heute hatte ich mir vorgenommen, nochmal durch alle Kolonien, die wir bisher haben, einmal durchzustreifen, zu gucken, ob die irgendwas von einem wollen. Nebenquest technisch. Vor allen Dingen für diese Kolonie sehe ich, warum auch immer, irgendwie momentan so ein bisschen schwarz. Als ob denen demnächst irgendwas Schlimmes passiert. Keine Ahnung warum. Ebenfalls heutiger Auftrag, bei ganzen Kolonien nochmal vorbeilaufen, einmal hinteleportieren und eventuell denen helfen. Wir haben ja auch ultra viele Fragezeichen da oben auf der Karte zu sehen. Das sehen wir. Da will auch nochmal jemand sprechen. Okay, ich lese zweimal schon bisher was mit Monstern. Sonst noch wer? Ich glaube, da drin war auf jeden Fall auch jemand. Ich quatsche gerade nur alle die noch so einen Stern an sich dran haben. Genau aus solchen Gründen. Ich meine, als ich hier letztes Mal durchgegangen bin, war ja auch irgendwo so ein Infoding. Ja, ich habe mich nicht verlesen. Gute Frage. Noch ein bisschen weiter rumrennen. Kann ja sein, dass weiter oben auch noch mal irgendwer was will. Aber bei Xenoblade, dann muss man die Nebenquesten auf jeden Fall auch machen, wenn man sie auf der Karte hat. Weil es ist für Xenoblade wirklich typisch, dass Nebenquesten später nicht mehr verfügbar sind, die ein oder andere. Entweder weil ein Charakter im Verlauf des Spiels stirbt oder weil es tatsächlich schon vorgekommen ist bei zwei Spielen, meine ich, dass ein kompletter Bereich ausgelöscht wurde. So, ich bin jetzt hier aber auf jeden Fall überall lang gelaufen und wir haben dreimal was mit Informationen, die wollte ich gar nicht bequatschen. Deswegen bevorzuge ich auch immer die Nebenquesten, Leute. So, wir haben drei Sachen zu besprechen. Ja, die Frage ist, warum? Klingt doch gut. Wir haben noch nicht so aktive Missionen. Wir haben ja noch zwei weitere. Ja, wir helfen ihnen ja auch. Ja, wir können sie auch nicht unten ignorieren, ne?
Wo ist denn der nochmal? Okay, ich sehe, dass wir mehrere Hardens gleich kloppen. Und das scheint einfach nur generell irgendein Problem zu sein. Die spucken Säure, wenn ich es richtig gesehen hatte. Gibt es welche, die man mögen kann? Die Likosen? Das waren nochmal die Likosen. Ich habe die jetzt gar nicht auf dem Schirm. Let's move out. Okay, wir haben zwei Nebenquests hier. Ja, eine Ahnung, wo der hin ist. Nur Bots wollen halt auch mal die Welt erkunden. Das klingt ja positiv. Der steht wahrscheinlich jetzt direkt hier unten. Doren gefunden. Wo ist denn der hin? Guter Spruch, Junge. Guter Einwand. Am Neusee. Would you believe it? 900 Meter in die Richtung. So. Hier sind wir direkt. Hallo, du hast ein Fragezeichen über dem Kopf. Hä? Was? Was wird mir, Bomi? Ja, das will ich von dir wissen. Okay. Nachdem ich das Spiel abgeschlossen habe. Ach, hier ist ja auch dieses Roguelite-Ding. Wie viele Helden haben wir eigentlich? Also nicht darüber, wie ich gerade das gucken, sondern hier über die Klassen. Und die ganze Liste haben wir. Und da unten. In einer Reihe sind 7 Leute. Wir haben 8 bisher. Und wenn ich es richtig sehe, 10 fehlen, glaube ich, noch. Das hier ist ein DLC-Charakter übrigens. Den werden wir auch noch im Verlauf des Spiels bekommen. Ja, ich wollte das ja nochmal aufnehmen mit dem Teil da, sobald ich alle Helden freigeschaltet habe. Ich glaube, er wird gerade bedrängt. Aber die sollten wir instant klatschen können. Wir müssen Bam Bam helfen. Sonst wird er gebambamt.
Jetzt sag oh. Weißt du, was ich mach? Einfach mit allen auf Ouroboros gehen und die Flächenangriffe reinhauen. Die sind eh nicht sonderlich stark. Ach doch, das dauert nie lang. Bam bam wurde gerettet. Ex bam bam. Sehr verantwortungsbewusst. Ah, sie ist eine exzellente Köchin. Ja, die Adern stehen da ja direkt, ne? Oder reicht es, wenn ich das im Inventar habe? Nee, ich muss es nochmal aus denen rausprügeln. Okay, seht uns gleich, wenn ich das Essen habe. So, hab gerade das dritte geschlachtet. Zeit für Abendessen. Ja. Ja, ihr wollt da nicht so eingesperrt sein, ne? Irgendwo verständlich. Da sollte aber einer von euch vorher kochen lernen. Und jetzt wieder zurück zur Kolonie, ne? Die sind weg, oder? Und wieder zurück zur Kolonie. Die machen Unsinn. Das geht doch niemals gut.
glaube, insgeheim macht er sich Sorgen. Jetzt darf ich die nochmal suchen. Das Ding ist direkt da vorne stehen geblieben, oder? Es war erwartungsvoll eigentlich sogar, dass das Ding einfach stehen bleibt. Oder die bleiben extra für uns stehen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, aber ich glaube eher, das Ding ist liegen geblieben, weil sie keine Ahnung haben. Ihr werdet so drauf gehen. Seid ihr verheiratet? Das geht sowas von in die Hose. Er freut sich schon auf das Zusammenfalten der zwei. Okay, nächste Mission. Es kann übrigens sein, dass die Folge ein bisschen länger wird, weil ich ja wie gesagt bei allen Kolonien nochmal vorbeischauen will. Oder ich teile das in zwei Parts auf, wie ich alle Kolonien nochmal besuche. Je nachdem. Halt nochmal nach Nebenquesten gucken. Ich würde tatsächlich vor Kapitelende auf jeden Fall die Nebenquesten alle abschließen wollen. Nach Möglichkeiten. Uncharted Territory always puts me on edge. Da werden Leute bedrängt. Warum hat Noah auf einmal seine eigene Waffe und alle anderen nicht? Frag nicht, kämpft! Always nice to see a new face. So frisst. Die können eh nix. Bin nur Level 18. Um Gottes Willen. 17 von denen muss ich umnieten. Okay, alle fertig gemacht. Irgendwer verletzt? Warum nicht?
Ist doch scheißegal. Ach, der Typ. Ganz richtig so. Kriegen Sie sich jetzt doch mal endlich ein? Erstmal wissen, ob er uns vertrauen kann. Jetzt riecht er ihn eh ab, Junge. Weiter Monster. Worum geht's? Erzählt das doch erstmal. I see some relations have changed. Ich glaube nicht, dass er sich wirklich eingekriegt hat. Ich glaube ich wirklich nicht. Da ist wieder eine Quest. Oder zumindest was zum Zuhören. Was ist der Plan überhaupt? Das wäre allein schon mal eine Info. We could do with some food. Let's lay out the facts. Na, zumindest etwas. Hängt davon ab, ne? Taktische Ausdünnung. Ich hoffe, damit sind Monster gemeint. Alright, let's get going. Time's a wasting. Hier ist schon wieder was zu bequatschen. Hey, guck mal, wir haben allein hier schon irre viel zu tun. Ich glaube, ich teile das echt in mehrere Parts, auch wie ich alle Kolonien nochmal besuche. Worum geht's?
Okay. Es nur darum geht, Monster auszuschalten. Ja, Jeremy mag die nicht. Ich kann nicht verstehen, warum Jeremy sauer ist. Aber die drei können nichts dafür. Was ihre Kollegen verbrechen, ist nicht ihre Schuld. Um Gottes Willen, drei Nebenquests nochmal. Sind das drei Bosse oder um was muss ich mich hier gerade kümmern? Okay. Okay. Nummer 1. Ich hab's jetzt einfacher gemacht. Ich habe mir die Person einfach markiert. Ja. Okay. Da muss ich eine Spinnenhorde vernichten. Bei der einen sind es Wölfe und was sind es beim dritten? Oh Jeremy, warum sitzt du denn hier oben? Du muckst jetzt wahrscheinlich eh auf, ne? Der wird sich niemals einkriegen, ne? Ich habe das Gefühl, dass es irgendwie alles so ungefähr in derselben Richtung. Da ist Florenz bitte. Da ist Jeremys. Und da ist Jordis. Na, ich werde das mit den Nebenquesten beim nächsten Mal fortführen. Der Part ist jetzt schon recht lang bei mir. Auf jeden Fall, Leute. Wenn es euch heute gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Wir werden jetzt erstmal wieder ein paar Folgen lang Nebenquests machen. Stellt euch schon mal drauf ein. Wir sehen uns dann jetzt hier beim nächsten Mal wieder. Ciao und bis dann.